Ich sag euch jetzt schon, safe einer der besten Burger in Deutschland. Der ist ultra, ultra heftig. Und schön, dass ihr verschaltet aus Hamburg. Ich wollte euch direkt ein, zwei Eindrücke mitgeben aus der Mönckebergstraße. Hier ist viel los. Wir gehen um die Ecke direkt gleich an den Start und werden Cheeseburger testen. Werd da noch ein, zwei Worte verlieren. Dachte mir nur, es wäre entspannt, hier nochmal das Intro zu machen. Ich freue mich schon wieder wie Bolle, wollte ich gerade sagen. Ja, wir gehen direkt rüber. Ein, zwei Eindrücke hier noch aus der Stadt und dann erzähle ich nochmal, was Sache ist. Oha, sag nicht, hier ist Breakdance-Action. Hier ist Breakdance-Action. Ich glaube, es geht los, naja. Da komme ich ja genau richtig. Dass mein Kollege Nunzio sehen würde. Der hat das damals auch abgezogen auf der Straße. Und ciao Nunzio nochmal an der Stelle, das muss sein. So grüßen wir uns immer. Da vorne ist er schon. Die Idee hinter Chiso ist folgende. Zum einen sagen die bieten eine sehr hohe Quali an. Was habe ich gesehen? Angus Beef. Ich muss noch mal gucken. Ich habe mir gerade einen Artikel reingezogen. Zum anderen ist es halt Burger mit einem asiatischen Touch. Ganz bewusst halt diese Schiene gewählt. Die haben ganz besonderes Bun. Haben halt diese asiatischen Einflüsse. Ich denke mal von Soßen und Salaten und. Wir werden uns das selber geben. Ich war einmal privat hier. Deshalb auch nicht wieder, weil ich privat nicht so begeistert war. Sage ich euch so, wie es ist. Aber was ich immer im Moment versuche zu predigen, Burger kann nie 100% sein. Immer eine zweite Chance. Geht generell bei jedem Gericht. Ja, und jetzt geben wir uns, denke ich mal, drei Runden oder so. Werden wir versuchen. Also, ich muss jetzt ganz vorsichtig aufpassen. Der Chef ist nicht da, ist im Urlaub. Der hatte mich aber selber angesprochen, hat sogar mir angeboten, dass ich ein Video machen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob die erreichen. Also, vielleicht müssen wir echt gleich draußen essen. So ist das. Aber ein, zwei Aufnahmen von dir drinnen kann ich eventuell jetzt zeigen. Gucken wir mal. Das Konzept ist immer mit offener Küche. So, hier kann man alles sehen. Da sind die Buns schon. Die Buns sollen halt richtig heftig sein. Ne? Beziehungsweise ich habe die auch schon gegessen, aber auch zum Mitnehmen, denn nach, habe ich vorhin gar nicht gesagt, nach 10 Minuten erst gegessen und das ist ja auch immer was anderes. Die sind auch weltweit am Start inzwischen. Weltweit, also die haben richtig expandiert, Franchise und. Also viele sind ja sehr begeistert auch von dem Burger, sehr, sehr begeistert. Man soll hier wirklich alles auch beobachten können. Die Wolfen auch hier drin, die machen alles frisch. Ich muss das jetzt alles abklären, voll kompliziert. Bulgogi muss ich safe nehmen. Ich habe zum Beispiel auch noch keinen normalen Burger gegessen, nur den halt mit dem Rinderfiletscheiben, wo alle sagen, der ist mega geil. Ich nehme alle drei, Cheeseburger, Chili Lemon Burger und Bulgogi. Ich werde wohl einfach alle nehmen. Alles mit 160 Gramm werde ich nehmen. Also alles echt kompliziert. So, wieder mal ist der Chef nicht da. Ich weiß jetzt nicht, ob ich drin filmen kann. Der Chef hat mir das mal angeboten, da hatte ich aber keine Kamera dabei oder war privat da. Ich weiß es nicht mehr genau. Und jetzt checke ich ab, ob ich da jetzt noch ein paar Aufnahmen machen kann. Sonst machen wir ganz regulär hier einfach drei Burger. Zum Schluss den berühmten Bulgogi-Burger mit den Rinderstreifen. Das ist der berühmte, wo alle sagen, das zerfetzt alles. Und Mann, warum will über mir? Will der mich verarschen? Der kommt zum Schluss. Erstmal Classic Cheeseburger-Test. Den habe ich noch nie gegessen. Ich bin maximal gespannt. Denn es gibt, glaube ich, möchte so sagen, außer Goldies, keinen gehypteren Burger aktuell. Und ich höre nur Gutes über den. Hier ist er. Ich guck mal, ich habe jetzt provisorisch hier einen kleinen Platz bekommen. Ich muss jetzt mich hier wieder hinknien. Angus Beef, ganz lieb. Getränk habe ich auch noch bekommen. Also, eins weiß ich aber noch. Ich weiß nicht, ob das... Boah, da habe ich den doch schon einmal gegessen. Also, ich kann mich an eines erinnern, dass der Fleischgeschmack sehr stark war. Und das betone ich ja immer wieder. Einen guten Fleischgeschmack hast du eigentlich. Ich würde fast sagen, fast nie. Wirklich fast nie. Ganz, ganz starker Biss. Die Bisse, die kann ich euch nicht genau beschreiben, den kann ich euch zu 100% beschreiben. Das sieht folgendermaßen aus. Perfekte Süße, nicht zu süß. Denn asiatischer Touch, ich weiß nicht, ob es Miso-Paste ist, ich hätte jetzt auf Leinbasis gesagt, sonst Sojasauce, aber wird irgendwas Spezielleres sein. Das vermischt sich mit einem heftigen Fleischgeschmack. Und zwar wirklich deshalb Angus Beef, einen guten Fleischgeschmack, einen nach Wildnis schmeckenden Fleischgeschmack. Es gibt auch Fleischgeschmack, der driftet ab, ist nicht so perfekt. Du hast einen Hauch von Wildnis, Hauch von Asia. Du schmeckst das Fleisch aber noch und eine leichte Süße, brutal stark. Gurke passt super, schöne Tomate, Saftigkeit, nicht zu sapschig, dass alles runterfällt, wild. Eines der besten Patties, die ich hatte bisher. All time. Geiler Fleischgeschmack. Den Bun muss ich mich gleich noch reindenken. Geil gebraten, leichte Verhärtung außen, nicht zu hart. Manchmal wird es noch unangenehm im Biss. Leicht verhärtet, schöne Röstung, super.
kommt der Bun rein. Geil mit dem Sesam hier. Guck mal, wie ich hier esse, Leute. Nebenan stehen alle und warten auf ihr Essen. Schönes Feeling vom Bun auch. Also irgendwo Self-Man-Feeling trotzdem noch. Dieses Ungebackene, aber im Positiven. Ich vergleiche es mal mit Keksteig. Ist auch nicht gebacken, feiert aber jeder. Das ist irgendwie so halb fertig gebacken, das Bun. So einen leichten Touch davon. Aber im Positiven hast halt dieses Brot-Feeling, dieses Teig-Feeling. Aber in geil. Damit habe ich heute nicht gerechnet. Das soll eigentlich ein Zwei-Kanal-Video werden. Ich sage euch jetzt schon, safe einer der besten Burger in Deutschland. Der ist ultra, ultra heftig. Allein das Fleisch ist grandios. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Ganz abgestimmt. Sehr perfekter Burger. Fleisch ist atemberaubend. Auch ein Biss leicht härter. Weiß nicht, ob es mehr gepresst ist, mehr komprimiert. Ob es die Fleischart ist, Fleischzusammenstellung. Ich habe keine Ahnung. Die killen mich. Noch im letzten Biss merke ich das fein geröstete Bun. Habe ich vorhin zufällig beobachtet. Nicht alles vom Bun ist geröstet, sondern immer nur so ein paar Stellen, weil das wohl nicht ganz so eben ist, das Bun. Ultimativ gut, wirklich ultimativ gut. Oh, scheiße, ey. Oh, schon der nächste Burger. Mega, das ist der Lemon, ne? Chili Lemon. Okay, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Passt perfekt. Jetzt kommt der Chili Lemon. Viel Spaß bei Runde 2. Ich muss den jetzt mal rausholen. Wisst ihr, was immer meine Angst ist bei so einem Ding jetzt auch? Oh, ich sag jetzt einfach. Habe ich gerade den besten Döner Deutschlands rausgehauen. Der läuft immer Gefahr. So, jetzt sieht der Holle, dass die Leute das denken. Jetzt sieht der Holle, dass er gut Klicks bekommt. Jetzt muss der auch noch den besten Burger neu küren. Da seht ihr, wie ich am Struggeln bin. Der ist einfach mit dem Koriander. Ach, schön sapschig, man sieht das hier, wenn ich zusammendrücke. Atemberaubende Soße hier drauf auch wieder. Das als Franchise ist krass, muss ich wirklich sagen. Soße kann ich gar nicht genau greifen. Natürlich klugscheißer mir jetzt. Lemon, klar. Leicht asiatisch angehaucht. Wieder das geile Fleisch, die geile Süße, das geile Bun, was jetzt noch besser bei diesem Burger zutage kommt. Das gefällt mir noch besser als beim Burger eben irgendwie sapschiger noch. Absolut begeistert. Kann ich auch verstehen, dass der Max, Grüße gehen raus an den Ehrenbruder, gesagt hat, das ist sein Lieblingsburger. All time. Was sage ich mit all time? Scheiß drauf auf all time. Generell sein Lieblingsburger. Ganz Deutschland. Dann so ein leicht asiatisch angehauchter Ketchup dazu. Anders kannst du es nicht beschreiben. Kommt so ein bisschen Tabasco-mäßig rüber. In die Schärfe. Irgendwo vermischt sich natürlich der Rest des Burgers mit der asiatischen Note. Selbst der Koriander ist Welt. Weil man ihn hier drin nicht mehr spürt. Ich hatte ihn nur am Anfang. Sehr interessant. Käse merkt man bei beiden Burgern fast gar nicht. Ist aber nicht schlimm. Man vermisst nicht. Was auch ist, ich esse jetzt zwei Burger. Ist auch Konzept von denen. Sie nennen es nicht selber Fast Food. Man kann es zwar schnell bekommen, wenn man nachfragt. Aber sie wollen dieses Gute, Gesunde halt irgendwo kombinieren. Ich kann es bei den zwei Burgern nur unterstützen. Ich fühle mich jetzt noch sehr fresh. Wo man bei manchen schon denkt, oh, man kippt vom Stuhl, wisst ihr? Runde 3 Bulgogi. Ich knall alle weg. Letzten Moment fällt mir doch noch ein Stück Fleisch runter. Sand, scheiße, ich Vollpfosten. Ganz zart das Fleisch. Und Spoiler von mir. Hatte den Burger noch im anderen Laden. Da hatte ich auch so einen Filetstreifenburger und hatte zum ersten Mal in meinem Leben ein Ding. Nicht wie, manchmal kriegt man ein Steak auf dem Brot oder Steak-Sandwich und du ziehst das raus, beißt rein, alles zäh. Ziehst das ganze Fleisch aus dem Ding raus, regst dich nur auf. Ich hatte noch nie was Gutes. Und da hatte ich letztens auch einen Steakburger. Der war Welt. Und hier der erste Biss vom Fleisch. So zart.
ganz durchdringend geile Soße. Minimale Süße, aber gefühlt noch gepaart mit so einer Salznote. Aber so eine ganz prickelnde, als hätten die, keine Ahnung, das Fleisch mit Meersalz oder Fleur de Sel. Oh, keine Ahnung. Angesprüht oder so. So ganz spezielles Feeling. Wirklich heftig. Eine Soße, die ganz tief ist. Ganz tief, wenn sie nicht gemacht haben, denke ich mal, als wäre die mit Alkohol gekocht. Wisst ihr, so eine durchdringende Tiefe. Stark. Wirklich auch saustark. Der Bun ist ein Star, ich schwör's euch. Eben so ein Biss gehabt. Hatte so ein bisschen das Feeling, als wenn Soße angebraten ist auf dem Grill. Wird aber doch eher wahrscheinlich das Fleisch gewesen sein, was ich damit sagen will. An einem bestimmten Punkt, wo diese, ich glaube, es heißt sogar Maillard-Reaktion oder so. Ich frag mir nicht, kann jetzt auch scheiße sein. Das Fleisch halt ganz hart anbrät. Oder in dem Fall vielleicht doch die Soße, ich weiß nicht. Dann geht's so in dieses Karamellisierte, süßlich karamellisierte. Und da hatte ich gerade so einen richtig heftigen Biss. Ich habe euch Zuckerrübensirup und eine Soße Zuckerrübensirup drin. Ich würde Haus und Hof verwetten. Erst mal eine Reihenfolge, eben ein Biss mit Fleisch, wie ich gesagt habe, karamellisiert. Dazu kam diese durchdringende Soße. Jetzt ist dieser Biss, super süße Soße, wie gesagt, Zuckerrüben-Feeling. Wer das kennt, Zuckerrübensirup auf dem Brot mit Butter, Welt. Dann kommt die Schärfe noch rein von so einer, ich sage jetzt mal, geilen Chili-Soße. Ein bisschen das Feeling, wie die kennt ihr alle aus dem Türkenmarkt, diese rote Soße aus der Tube. So ein bisschen das Feeling. Hier, guck mal, Leute, ich hab's gesagt, ich wusste es, ich hab vorher, ich schwöre euch, nicht gesehen. Und es ist wirklich diese Soße, genau die meinte ich. In der Komplexität, wie sie einem den ganzen Burger präsentieren, einfach von einer geschmacklichen Raffinesse und Abstimmung, jeder der Burger ist einfach krank. Vielleicht Medium sogar noch. Ich habe wieder ein bisschen Salat erwischt. Schöner Biss, Frische drin. Ich bin hin und weg, wirklich hin und weg. Da ist ein Beethoven der Burgerkultur am Start. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Da ist ein Mozart, da ist ein Picasso, da ist ein Ausnahmetalent, der diese Burger kreiert hat. Aber denkt dran, egal was für eine Bewertung gleich kommt, das ist Franchise. Da kann jemand hinter dem Grill stehen und alles versauen. Mein erster Burger, den ich vor Monaten noch gehabt habe, war nicht stark. Absolut nicht stark. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Das wird ein ausgedehntes Video. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Leider, das bedeutet für mich sehr viel Aufwand. Das Ganze geht in die Undercover-Runde. Ich will hier nicht zum besten Döner Deutschlands, zum besten Burger Deutschlands, weil das ist für mich ganz oben dabei. Ich müsste jetzt nur noch überlegen, was, wie genau, weil das hast du noch nicht gegessen. Das ist so stark, auch saustark, jeder Platz voll. Wir müssen das Video auf mit Kamera, VS ohne, keine Ahnung, wie ich das nenne, wie ich das mache. Ich komme am anderen Tag wieder. Da muss ich einen gewieften Titel für finden, für dieses Video. Scheiße, ihr habt mich kaputt gemacht. Ich sehe aus wie auf dem Schlachtfeld. Wie viel Aufwand das Video schon wieder, ja. Ganz krass. Also würde mich echt freuen, wenn ihr den Daumen scheppern lasst, Deluxe. Eins noch. Für mich ist immer wieder manchmal eine Angst, wenn ich Burger, Döner, sonst was esse, dass es nichts zu erzählen gibt. Denn das gab es manchmal, das ist manchmal so. Und ich hasse das, weil es einfach so mit Leidenschaft. Ich hasse es, wenn ich hier sitze. Jo. Du kannst ja gar nichts erzählen, ist wie sonst auch immer. Das war's heute nicht. Und auch heute hatte ich wieder die Angst. Ich hasse es einfach. Und ich wurde eines Gegenteils belehrt. Wir sehen uns beim Undercover-Test. Noch eine Bewertung, Schulde. Das habe ich verplant, bevor wir uns hier undercover wiedersehen. Ich sage euch wirklich, unter Vorbehalt, ich kriege immer einen Point. Ich kriege das Beste vom Besten. Deshalb gleich der Undercover-Test hinterher. Für mich haben die wirklich ein Denkmal gesetzt, weil das ist stärker als die Konkurrenz. Das ist verdammt ultra saustark. Von der Idee hinterm Burger und dieser Umsetzung, das ist von A bis Z geplant, das ist krank. Die haben einen neuen Standard gesetzt für mich. Das ist heftig und ich gebe für alle drei Burger, ich schwöre euch, für alle drei 9,5 Punkte. Nicht nur einer ist heftig, alle waren heftig. Alle waren krank, stärker als die Konkurrenz. Ich muss einfach meine Meinung sagen, gibt es auch wieder viele Läden von. Ist auch immer schwierig, denn viele wurden schon enttäuscht, die da hingegangen sind. Wie ich beim ersten Mal. Ich beim ersten Mal wurde auch hart enttäuscht. Deshalb gebt dir eine Chance. Krank war der beste Fleischgeschmack bisher im Burger. Einmal vor ewig langer Zeit hatte ich bei Ottos Burger in Hamburg mal einen ähnlich starken Fleischgeschmack, aber auch nie wieder da gehabt. Auch Abriss am Fleischgeschmack. Damit ihr mich richtig versteht, ich komme an einem anderen Tag wieder. Ich filme das nicht heute. Keine Chance, drei Burger gegessen. Nicht, dass es danach nicht schlecht abschneidet, dass jemand sagt, ja, kein Wunder, hast drei Burger gegessen. Nein, wir sehen uns am anderen Tag jetzt. Echt wirklich, ich fühle mich nicht wohl damit, sage ich euch wirklich, erkläre euch das immer. Also zum einen versuche ich wirklich gerade einen Fehler zu finden am Burger. Ich finde keinen, die Abstimmung. Es ist ja so, es ist jetzt ein bisschen Gelaber mehr Leute, aber das ist nötig. Alleine Süße, wenn die ein bisschen überschlägt, ein bisschen zu doll ist, Katastrophe. Salz muss am Point sein. Die Soßen, alles kann so leicht alles kaputt machen. Das ist ein perfektes Produkt gerade gewesen. Und was mir halt Bauchschmerzen bereitet, ist eine Kette. Viele haben schon getestet. Viele werden, wie ich, auch enttäuscht worden sein, unter Umständen ich beim ersten Mal auch, und denken sich jetzt, holle der Vollidiot. Wenn du den zum besten Burger Deutschlands machst, hast du keinen Plan. Aber wir schauen erstmal einen Undercover-Test und dann haben wir ein repräsentatives Ergebnis. Eins noch, ich weiß, ich höre nicht auf zu labern, das muss jetzt aber sein. Es muss sein, ihr müsst euch das anhören. Dann noch der Punkt, wie es auch auf der Seite
zweite steht die Qualität der Produkte. Es ist Fast Food, ist aber auch wieder kein Fast Food, weil die Rohstoffe und einfach das Gesamtpaket so qualitativ hoch sind, dass es echt ein anderes Level, auch von der Qualität zu sein scheint. Die meisten gucken nämlich zum Schluss einfach nur noch auf Gewinn. Alles andere egal. Dennoch dazu mir auch egal jetzt, dass ich das auch noch sagen muss. Aber ich hatte heute wirklich keinen guten Tag. Und dann, wenn es einem nicht so perfekt geht, schmeckt meistens alles auch nicht mal ganz so gut. Unverkennbar ein ultimativ krankes Produkt. Wir haben Eric jetzt am Start. Eric ist unser Undercover-Agent. Wir haben jetzt eine Mission, Eric. Du weißt es ja auch gar nicht. Ich habe hier den Burger, den wir jetzt testen, ganz Endlevel bewertet. Ganz Endlevel bewertet. Jetzt gucken wir halt natürlich, ob er jetzt auch performt undercover. Ich habe mir so gedacht, damit wir ein wirklich perfektes Ergebnis haben, du bestellst drinnen den Burger. Du setzt dich so möglichst türnah, wenn es geht, irgendwie. Ja, kein Ding. Das muss ich auch immer gucken. Setz dich türnah irgendwie hin und wir werden ungefähr abtimen. Du sagst, wir halten per WhatsApp Kontakt und du schreibst mir, wie viel da los ist. Dann fahre ich langsam schon vor den Laden und dann bringst du einfach den Burger auf den Teller raus zum Auto. Ja, okay. Genau, sodass wir ein perfektes Ergebnis, weil ich habe bei manchen schon mal gesehen, wenn die die in die Tüte packen, wir wollen nichts verfälschen, weißt du? Ah, okay. Darf ich auch vorher mal drauf spucken? Nee. Okay. Das verfälscht auch Ergebnis. Brauchst du noch irgendwelche Infos? Ja, welchen Burger du haben willst? Hast du mir das die haben nur drei Burger, ich nehme alle drei. Okay. Alle drei. Wie so ein Freitag bestellst du drei Burger für dich. Du bist der eine. Auf Teller. Ja, auf Teller drei. Okay, ja. Allein. Alter, ist das ein Scheiß. Ich will mehr Geld haben. Ja, ist echt so, Mann. Drei Burger. Was hast du gesagt? Ey, ist peinlich, drei Burger. Peinlich, Mann. Drei Burger zu bestellen. So ein Fettsack. Das ist hier um die Ecke. Hier um die Ecke direkt rechts. Also wirklich 10 Meter. 10 Meter Luftlinie. Wenn er jetzt gleich sagt, das Essen steht auf dem Tisch, fahre ich sogar noch um die Ecke, weil direkt vor der Tür ist ein Parkplatz und ich werde direkt da snacken. Also das muss ich vielleicht noch sagen. Also Eric wird mir alle drei Burger nacheinander rausholen. Erst einen, nur damit die anderen natürlich noch warm bleiben. Und wo ich auch sehr gespannt drauf bin, ist dieser Bulgogi, der mit diesen Rinderfiletstreifen. Das sind, glaube ich, Rinderfiletstreifen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weil das kann man richtig ultra leicht versauen. Es gibt nichts Schlimmeres als Steak oder Steakstreifen im Burger, im Baguette, auf Brot, wie auch immer. Und das ist zäh oder so. Das schmeckt nicht. Oder im Philly Cheesesteak. Katastrophe. Komplett Totalausfall. Aber jetzt holen wir den ersten Burger. So, jetzt ist Eric am Start. Oh. So, jetzt werden wir direkt mal snacken hier. Ich gebe dir mal direkt die Kamera in die Hand, ne? Sieht gut aus, ne? Ja, geil. Okay, okay, perfekt. Jetzt snacken wir direkt mal rein. Das muss hier natürlich gerade. Letztes Mal ein Helikopter, diesmal ein LKW. Es ist nicht normal, Alter. Egal. Geile Rüstung, wieder vom Bann. Ganz normal Ketchup drauf. Kann ich mich zum Beispiel nicht dran erinnern. Vom letzten Mal, ich weiß nicht mehr. Also wie versprochen, wir machen schnell Durchlauf. Wir holen direkt den zweiten Burger jetzt raus gleich. Wir holen den zweiten Burger. Ganz interessant hier, Leute. Was ich hier jetzt geschmeckt habe. Böse, böse. Da kommt Eric. Nummer zwei. Ich gebe dir noch mal in die Hand. Ja, gerne. Also von der Optik sage ich alleine schon ganz anders. Viel dickere Stücke als letztes Mal. Das sehe ich auf 100.000 Kilometer. Ich habe es komplett falsch in Erinnerung. Selbst hier kommt mir die Soße anders vor als letztes Mal. Da ist so eine, ich würde jetzt mal einfach sagen, Chili-Soße drauf. Ultra geiler Biss jetzt wieder. Also, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Hier unten. Ich weiß nicht, ob es Miso-Paste ist. Oder vielleicht auch einfach noch ein Sojasoßen-Kick. Aber so in die Richtung hat dieses typisch asiatische. Und da haben sie eine Soße gefunden, die matcht so heftig mit dem Burger. Wir nehmen direkt Burger Nummer 3, Eric. So, Eric, Burger Nummer 3. Chili Lemon. Sehr geile Käsenote. Der Biss hat irgendwas von diesem räudigen Schablettenkäse. Auch positiv diesen ekligen Schablettenkäse. Den American Cheese, den sie da draufhauen. Aber ein geil. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Weil er gesagt, in höherer Qualität. Irgendwie oh, geiler. Jude? Ja. Ja. Hast du anderthalb Minuten? Ich muss ganz kurz aufessen, Jungs. Sorry. Super fertig. Intensiver ist der Käse. Dieser Billigcharakter ist raus. Das vielleicht genau ausgedrückt. So auch wieder die Ketchup-Note. Zusammen mit den Gurken, Tomaten.
Ich weiß nicht, wie man einen mehr durcheinander bringen kann als jetzt. Jetzt will der LKW hier durch. Ich bin in höchster Konzentration, absolut der höchsten Konzentration im Fokus gerade. Mann, Jungs. Auch ordentlich durchgebraten. Ich glaube, letztes Mal haben sie das Medium hingekriegt. Also für mich jetzt Fazit zu der ganzen Sache. Also erstmal zum letzten Mal noch, meine Worte vom letzten Mal. Das Ding ist stärker als die Konkurrenz gewesen. Überall, guckt euch mal doch mal die ganzen Burger an, alleine vom Alleinstellungsmerkmal, von der Einzigartigkeit. Zum Schluss gibt es so viele Burger und du isst alles immer wieder. Nichts gegen Ketchup oder so, was verwendet wird, oder Heinz Ketchup, ich lobe das Ganze immer. Aber trotzdem muss man versuchen, ein Werk zu schaffen, das einzigartig ist. Das schaffen die wenigsten. Und wenn du zum Schluss einen Bun hast, den jeder Zweite hat, eine Soße hast, die jeder Zweite hat, ist das ein Problem. Und dieser Burger ist so einzigartig. Nichts erinnert an anderen Burger. Die Fleischquali letztes Mal, gerade das, gerade der ganze Burger von der Quali, stärker als die Konkurrenz. Umsetzung, Präzision, auf den Gramm genau gefühlt abgewogen die Soßen. Kein Ausschlag in irgendeine Richtung, was ich immer Balance nenne. Der hatte die perfekte Balance. Alles hat wie Arsch auf einmal gepasst. Matching des Todes. Da fehlen mir die Worte. Und jetzt kommen wir zum Test dieses Mal. Undercover. Dieser Burger, traurigerweise, ist für mich Paradebeispiel, dass dieser Undercover-Test nötig ist. Und andererseits auch Paradebeispiel dafür, dass bestimmte Burger absolut nicht standardisierbar sind oder schwerlich, beziehungsweise sie kriegen es nicht hin. Ich glaube nicht, dass dieser Burger auf Kettenbasis, auf Franchise-Basis, auf großer Ebene, also der ist sehr beliebt, aber wir können hier nicht vom besten Burger Deutschlands oder so sprechen, in keinster Weise. War privat einmal hier nicht performt. Einmal mit Kamera unter allerbesten Voraussetzungen performt, aber dieses Mal, sage ich euch, hat es enttäuscht. Erster Burger hatte komplett Standard-Feeling, dieser Ketchup, keine Balance, gar nichts, zu viel Ketchup, saure Gurke, Tomate, alles gut, aber hatte ein Standard-Feeling. Klar, auch dieser Burger, jeder Burger hatte seine Momente von den dreien, aber auch das Fleisch-Feeling. Kein geiles Fleisch-Feeling, kein geiler Fleischgeschmack. Minimal vielleicht. Unbalancierter Burger, der von mir allerhöchstens eine 7,5 verdient. Burger 2, viel zu dicke Fleischstücke. Die geile Soße zwischendrin, alles schön und gut, war super, zu dicke Fleischstücke, aber das Fleisch zwischendrin keinen guten Geschmack gehabt. Kann ich nicht mehr als eine 7,3 geben. Ich bin jetzt nur verwundert, er ist ja immer noch in Ordnung, keine Frage. Wir vergleichen jetzt mit letzten Mal einfach. Deshalb jetzt diese Enttäuschung schwillt mit. Und dieses Negative. Dritter Burger auch. Wirkt ein bisschen wie gewollt, aber nicht gekonnt. Ich mach mal was Special-mäßiges, eine Chili-Lemon-Soße rein. Aber hat einfach nicht geballert. Hat wirklich nicht überzeugt. Und das Fleisch auch beim letzten Burger auch wirklich nicht toll geschmeckt, muss ich sagen. Also da kann ich nicht mehr als eine 7 geben. Immer noch wirklich in Ordnung. Aber wenn man es mit dem letzten Mal vergleicht, dann wären da jetzt alle hingerannt wieder, weil ich ein Video gemacht hätte, bester Burger Deutschlands, dann hätten dann wieder Holle der Vollpfosten. Ein Glück, gehen wir undercover jetzt nochmal hin. Schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, alle, die den lieben, ich kann's verstehen. Alle, die sagen, Bock nicht, ich kann's auch verstehen. Lasst mir den Daumen oben knallen, dann sage ich bis zum nächsten Mal.